21. Dezember 1603. Lopez war in sich gekehrt, seit wir den Cenote verlassen hatten. Also übernahm ich die Führung. Erst als ich... Nicht genug Platz. Was zum Teufel? Was zum Teufel mache ich überhaupt hier? Honorato ist tot. Die Schatulle ist weg. Jonah. Gott, falls ihm irgendwas zustößt. Verdammt nochmal. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Das sind Aufzeichnungen eines Söldners über seine Aufträge für Trinity. Mexiko, Kenia, Sibirien. Ich hatte die Jüngere auch im Fadenkreuz, aber Rourkes Befehl lautete, sie in Ruhe zu lassen. Das ist der Dreckskerl, der Anna erschossen hat. Hallo, Lara. Wer spricht da? Ich vermute schon seit Mexiko, dass du meine Kommunikation abhörst. Rourke. Commander Rourke. Du hast mich abgehört. Und jetzt höre ich dich ab. Noch ein Vorbeben. Wie fühlt sich das an, für all diese Katastrophen verantwortlich zu sein? Für all das Leid? Ich weiß, was ich getan habe. Dein Blick, als Dominguez es dir gesagt hat. Aber du musstest diesen Dolch haben, richtig? Croft ist unterwegs zu euch. Findet sie. Croft ist direkt an den Jungs am Strand vorbei. Das darf nicht passieren. Wir durchsuchen alles. Was Interessantes in der neuen Lieferung? Thermobrillen, Gentlemen. Ich gehe voraus. Ich hab was. Wo? Falscher Alarm! Irgendein Tier! Hey, kriegen wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Rook hat gesagt, Croft kommt hier durch. Ach, verdammt! Okay, ich beeil mich! Es geht los. Hast du schon was gesehen mit der Brille? Kleine Tiere, aber nichts Wichtiges. Ich werde das ganze Gebiet absuchen. Zieh da fest! In deiner Position! Es ist Zeit, aufzugeben! Ja. Naja! Feuer!
falscher Alarm. Irgendein Tier. Hey, kriegen wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Brooke hat gesagt, Prof kommt hier durch. Ach, verdammt! Okay, ich beeil mich. Das Rotz-Alarm echt ist? Absolut. Er ändert die Befehle nur dann, wenn er sicher ist, dass sie hier ist. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wir haben schon zu viele von uns ausgeschaltet. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Ich hab was! Wo? Scheiße! Falscher Alarm! Irgendein Tier! Hey, kriegen wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Brooke hat gesagt, Prof kommt hier durch. Ach, verdammt! Okay, ich beeil mich! Es geht los. Sag mir wenigstens, wenn du weg bist. Ich gehe der Sache nach. Ausschwärmen. Waffen bereit halten. Ich sichere die Flanken. Ich muss irgendwas finden. Männer, benutzt die Brillen! Findet sie! Guten Abend, Prof. Guten Abend, Sam. Siehst du jemanden? Dann würde ich bereits schießen. Schon, Croft. Zeig dich. Ich werde sie kriegen, das schwöre ich. Verdammte Lara Croft, wir müssen sie aufhalten. Keine Sorge, das werden wir. Ach ja? Wegen der neuen Ausrüstung oder was? Nein, aber wegen Rook. Hier kommt sie nicht durch. Und der Heli oder das Suchteam erwischen ihren Freund. Endlich. Ich frag mich, warum Dominguez das nicht früher gemacht hat. Ich glaube, die wissen irgendwas oder sowas. Ein Grund mehr, alles einzusetzen, was wir haben. Suche einleiten. Gehen wir. Verstanden, Teamleader.
alles auf den Kopf. Gründlich. Lara, bist du okay? War das das Erdbeben? Ich bin bei einer Ölraffinerie. Hier ist alles in die Luft geflogen. Nein, Jonah. Raus aus dem Kanal. Was? Sie hören mit? Okay. Ich finde dich. Ein Rezept für ein Halluzinogen wird manchmal im Krieg benutzt. Der sollte helfen. Wenn ich meine Pfeile damit benetze, habe ich einen Vorteil gegenüber Trinity. Das muss Mama Zada sein. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Trinity kann von mir aus in diesem Dschungel verrotten. Zeigt mir Ihre Leiche und euer ganzes Team bekommt ein Decon-Training. Rogue out. Brauchst du Hilfe? Verschwinde! Chance. Können wir mal mehr Licht haben? Das Basislager kann mich kaum empfangen. Sobald das Ding hier läuft, verstärken wir dein Signal. Wo bleibt die Verstärkung? Was ist los? Okay, wirst du es überleben?
möglichst dicht zusammen. Sie entkommt uns nicht. Negativ. Verstanden. Bleib in Bereitschaft. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Jonah? Jonah, bitte kommen! Bitte! Er wird nicht antworten, Lara. Was? Er ist tot. Jetzt gehört dein Freund Jonah auch zu den Leuten, deren Tod du verschuldet hast. Leck mich, Rook!
Wenn du seine Leiche holen willst, dann geh zur Raffinerie. Ich komm und hol dich. Dominguez hat uns jeglich... Dieser Helm ist mit Pfauenfedern und dem Abbild eines Jaguars...
und das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was? Mach alles nur schlimmer, Joan. Nein. Hey, das stimmt nicht.
schaffen das schon. Komm hoch. Wohin jetzt? Wir sollten verschwinden. Was weiß ich denn, Jonah? Wie war der Hinweis? Herz der Schlange befindet sich irgendwo? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Und was für eine Schale meinst du damit? Oh. Sowas wie ein Kelch? Ein Kelch klingt nicht nach Maya. Warte. Sie ist nicht Maya. Der Hinweis stammt von einem Missionar aus dem 17. Jahrhundert. Andres Lopez, ein Jesuit. Die Schlange im Kelch ist ein Zeichen für den heiligen Johannes. Wir suchen nach einer christlichen Glaubensstätte. Eine Kirche von San Juan? Das wird bestimmt nicht einfach. Da gibt's einige. Aber nicht in der Nähe von Paititi. Komm mit. Zur Straße geht's da entlang. Wir verschwinden hier und suchen ein paar Infos. Okay. Was würde ich nur ohne dich tun? Von San Juan. Wir teilen uns auf. Ich suche nach Zeichen von Lopez. Wir hören uns um. Mal sehen, was wir rausfinden. Meine Freundin Sarah ist Archäologin, ganz in der Nähe. Sollen wir fragen, ob sie was über euer Rätsel weiß? Das wäre toll. Ich bin froh, dass Jonah noch lebt. Er findet so leicht Freunde. Ich wäre vermutlich zur Mission gelaufen. Aber Jonah, er fragt Abby einfach, ob sie uns herbringt, und sie sagt ja. Ich hoffe, wir sind am richtigen Ort und finden die Schatulle vor Trinity. Das Erdbeben hat letzte Nacht die Ölanlage getroffen. Und jetzt ist da ein Vulkan. Bricht dort die nächste Katastrophe aus? Wir müssen das alles beenden, bevor diese Stadt wie Cozumel endet. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Mira para que
crecer espiritualmente y terminé recogiendo excremento en un granero. ¿Puedes creerlo? Tal vez debería cambiar este rastrillo. Qué bueno que vinimos. Dieses spanische Dokument ist fast. Siento que de verdad nos esforzamos por algo muy importante. Sara war schon immer besessen von den Steingesichtern. Die meisten haben hier Schätze gesucht, aber nicht Sara. Sie will nur antworten. Seid ihr schon lange befreundet? Abby, kannst du mir mal helfen? Es ist kaputt. Moment mal. Die Lara? Lara Croft? Das bin ich. Ich weiß, wer du bist. Ich hab dein Bild gesehen. Was willst du hier? Ich folge einem Rätsel. Das Herz der Schlange ist in der Schale unweit der Steingesichter. Die Steingesichter? Deshalb bin ich auch hier. Ich will mich nicht einmischen. Ich suche eigentlich die Schlange in der Schale. Okay, ich weiß, die Gesichter sind mindestens 400 Jahre alt. Dokumente aus der Bibliothek bezeichnen sie als Hüter. Der Legende nach bewachen sie eine geheime Krypta. Eine Krypta? Wir konnten sie nie finden. Wie du dir denken kannst, macht das die Schatzsucher wahnsinnig. Aber wenn die berüchtigte Lara Croft so klug ist, wie man sagt... Naja, falls du sie findest, tust du mir damit vielleicht einen Gefallen. Soll ich in der Bibliothek anfangen? Ja, sie ist drüben beim Friedhof. Sie ist eines der ältesten Gebäude hier. Vergiss nicht, mir zu danken, falls du was findest. Danke, mache ich. Sagtest du, jemand wird vermisst? Ja, Isabella, ein weiteres Mitglied der Feldstudie. Ich wollte heute nach dem ersten Beben zu ihr, aber ihr Zelt war leer. Du solltest Manu fragen. Er hat ihr wahrscheinlich gesagt, wo Eldorado liegt. Ich mein's ernst. Wir haben gestern gestritten, heftig. Tut mir leid, Guillermo. Das wusste ich nicht. Red bitte weiter. Ihr habt gestritten? Ich will nicht neugierig sein, aber... Schon okay. Wir sind seit fast einem Jahr enge Freunde. Und ich glaube, wir beide wünschen uns mehr, aber... keiner von uns hat das Thema angeschnitten. Isa und Sara geraten oft aneinander. Tut mir leid, Sara, aber es stimmt. Weil Sara will, dass das Team auf dem Boden bleibt, während Isa auf Folklore und versteckte Tempel steht. Ich stehe dabei meistens in der Mitte. Folklore hat immer einen Ursprung. Selbst wenn das meiste erfunden ist, steckt auch ein Körnchen Wahrheit darin. Das ist auch Isas Standpunkt. Jedenfalls lebt hier ein blinder alter Mann namens Manu, der viele solcher Geschichten kennt. Er hat sie überzeugt, dass es hier eine geheime Krypta gibt. Und sie wollte gestern, dass ich mit ihr danach suche. Ich sagte nein und es kam zum Streit. Am Ende nannte sie mich einen engstirnigen Feigling. Und ich sie ein dummes Kind. Und dann lief sie weg. Ja, um es uns Schwarzsehern mal richtig zu zeigen. Heute Morgen hörte ich, sie hätte letzte Nacht auf dem Friedhof randaliert. Da fing ich an, sie zu suchen. Als ich sie nicht fand und niemand etwas wusste, machte ich mir Sorgen. Was ist, wenn sie die Krypta gesucht hat und ihr was passiert ist? Das würde ich mir nie verzeihen. Also gut, du bleibst hier. Falls es etwas Neues gibt oder sie zurückkommt, dann weißt du Bescheid. Ich suche nach Isabella. Ich fange auf dem Friedhof an. Das würdest du tun? Ganz ehrlich, mich interessiert die Gruft genauso wie sie. Du übertreibst. Machst du Witze? Sie hat mich genug Zeit gekostet. Guillermo, ich weiß, du magst sie. Warum geht es? Hast du das gehört? Ich höre nichts. Genau. Er muss hier sein. Er? Der Kaiserin-Jaguar. Sobald er kommt, verstummen alle anderen Tiere. Wir machen ihn besser nicht auf uns aufmerksam, ja? Richtig. Sollten wir dann nicht auch leise sein?
18. Dezember 1604. Ich habe dieses Tagebuch viel zu lange vernachlässigt. Der Aufbau der Mission nimmt uns vollkommen in Beschlag. Jeden Tag treffen mehr Menschen ein. Einheimische Dorfbewohner, die konvertieren wollen, kriegsmüde Soldaten und andere, deren Glaube durch die lange gefährliche Reise durch den Dschungel auf die Probe gestellt wurde. Ich war nah, als den Gitsch kurz. Ich hab mal zu Hause einen Fisch gefangen. Im Brunnen. Ma, janki nebeja. Opin tu kultik, te tu chibil kino.
Die Mesoamerikaner nutzen Steine wie diesen, um Getreide und Saatgut zu verarbeiten. Die Tinte ist weitgehend verblasst. Es ist schwierig, noch etwas zu... Hast du gesehen? Das war ein Kondor. Wunderbare Vögel. Ah, ich muss ihn verpasst haben. Einige Leute hier denken, sie sind ein gutes Omen. Dabei sind sie nur Vögel. Die Leute glauben gern, dass gute Dinge geschehen. Und das ist gut so, solange sie nicht ihre ganze Hoffnung darauf setzen. Irgendjemand fand diese Darstellung des Todes Christi offenbar ein wenig zu schmucklos. Es ist verblüffend, wie sich der Glaube grundverschiedener Kulturen im Laufe der Zeit miteinander verflechten kann. Thank you.
Dieses in Leder gebundene Gebetsbuch scheint aus dem späten 16. Jahrhundert zu stammen. Es ist bemerkenswert gut erhalten. Mm-hmm.
Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Lara, hast du schon was gefunden? Abbys Freundin sprach von einer Krypta bei der Bibliothek. Wir sehen uns dort. Sei vorsichtig auf dem Friedhof, Miss. Da lebt eine Hexe, die Menschen in Frösche verwandelt. Ich kann's nicht erklären, aber hast du bemerkt, dass die Welt hier dünner wirkt als anderswo? Als wäre da nur ein Vorhang. Und wenn du ihn aufziehst, kannst du den Himmel selbst sehen. Der Miracle. Una vida mejor. ¿Cuándo nos entregarán las balas de cañón? Merece un castigo. Te lo aseguro. Si se comprueba algo, así será. Dieses offizielle Dokument. Había una vez un ratoncito, lindo y pequeñito. Du hast einen tollen Bogen. Bist du Jägerin? Die Mission könnte eine brauchen. Seit kurz vor dem Erdbeben suchen uns Wölfe heim. Ich kann die Kinder keine Sekunde aus den Augen lassen. Erst gestern habe ich den da auf der Straße gesehen, wie er einem Wolf nachlief. Unglaublich, was? Er sagte, er wollte nur spielen. Er glaubte wohl, Wölfe wären zahm und würden Stöckchen zurückbringen. Der Kinder sind so überdreht. Ich brauche eine Pause. Verrat's nicht. Dieses Dokument beschreibt die Grünen Schwestern. Dezember 1600.
Hier ist also irgendwo eine Krypta? Eine geheime Krypta. Wieso geheim? Wenn Lopez damit zu tun hat, muss es einen Trick geben. Eine gute Theorie. Und du? Hast du was Nützliches gefunden? Ich habe ein Flugblatt. 7 Schritte näher zu Gott. Wer weiß. Vielleicht hilft's ja. Seltsam, dass hier nur 7 Stationen des Kreuzwegs aufgeführt sind. Das muss auf einer älteren Überlieferung basieren. Jesus nimmt das Kreuz auf die Schulter, stürzt das erste Mal und begegnet seiner Mutter. Dann wischt ihm Veronika das Gesicht ab, bevor er das zweite Mal stürzt. Anschließend wird er gekreuzigt und schließlich bestattet.
einem Mausoleum. Dann sind wir hier wohl richtig, oder? Jonah, ich spüre was. Wir sind nah dran. Suchen wir nach Zeichen von Lopez. Ich eine Hexe? Man stelle sich vor. Wie bitte? Ich bin eine Kräuterkundige. Von der Schulmedizin sträflich verkannt. Und die Oma dieses Kindes war Routengängerin. Die Leute ignorieren Dinge direkt vor ihrer Nase. Manche Menschen haben Angst vor dem, was sie nicht verstehen. Ha, du klingst wie Isa. Isabella, die Archäologin? Du kennst sie? Kluges Mädchen. Gute Forscherin. Und sie gibt zu, dass es Dinge gibt, die sie nicht weiß. Sie hat das Kreuz zerbrochen, indem sie raufgeklettert ist. Ich weiß nicht, was sie gedacht hat. Ich wollte sie aufhalten, aber sie war ziemlich wütend. Wütend und traurig gleichzeitig. Weißt du, wo sie jetzt ist? Ich suche nach ihr. Leider nein. Nach dem Kreuz ist sie weggelaufen. Aber ich habe nicht gesehen, wohin. In ihrem Zustand wollte ich mich lieber gar nicht erst mit ihr anlegen. Tut mir leid. Schon okay. Du hast mir mehr Informationen gegeben, als ich hatte. Brauchst du Hilfe mit diesem Kreuz? Ja, aber erst müssen die Kinder von hier weg. Es ist nicht sicher, wenn sie herumlaufen, während wir arbeiten. Der blinde Gauner hat ihre Köpfe mit Schätzen gefüllt. Und sie glauben, ich will sie stehlen. Ich rede mit ihnen. Hey, geh weg von hier. Das ist unser Schatz. Es ist schon recht spät. Wollt ihr die Jagd nicht lieber auf morgen verschieben? Nein. Wir gehen erst, wenn wir ihn finden. Wir schlafen hier, falls nötig. Oh, hoffentlich kommt es nicht dazu. Kann ich euch denn irgendwie helfen? Nein, wie gesagt, du bekommst unseren Schatz nicht. Manu sagt, was wir finden, gehört uns. Das ist schade. Die Schwestern sagen, dass ihr sonst immer alles teilt. Und ich weiß sehr viel über die Schatzsuche. Du kennst die Schwestern? Sie könnte uns verraten. Ich sag nichts, wenn ihr nichts sagt. Ich hab auch ein Geheimnis. Ich bin die Abenteurerin Lara Croft. Oh. Wir sagen nichts. Du kannst uns helfen. Wenn du den Schatz findest, teilen wir ihn. Also abgemacht. Was braucht ihr? Manu sagt, wir müssen ein Rätsel lösen, um den Schatz zu finden. Bist du gut in Rätseln? Ich bin Expertin. Ich höre. Ich habe einen Vorrat, der ist für dich. Wenn der Himmel weint, ernährt mich das. Bin ich krank, stirbt ein Dorf jämmerlich. Wer bin ich? Diese Halsbänder wurden an Bord der Nostromo verwendet. Das Schiff brachte die gefangenen Einheimischen vermutlich nach Spanien, wo sie dann als Sklaven verkauft wurden. Ich frage mich, wie es hierher kommt. Da ist etwas. Sieht aus, als wäre hier was. Katzengold und Karnevalsschmuck. Die Kinder werden es lieben. Jemand hat mal gesagt, wenn du eine Stadt kennenlernen willst, besuche ihre Friedhöfe. Keine Ahnung warum. Sind doch alle gleich. Einige sind vielleicht sauberer, mit geraden Reihen. Oder sie sind wie der hier, natürlicher und ungeplant.
me digno de estar siempre con Jesús. Und, hast du was gefunden? Natürlich habe ich das. Seht mal. Wir sind reich. Moment, Moment. Wir wollten es gerecht aufteilen, also... Oh nein, es ist euer Schatz. Ich kann das nicht annehmen. Im Ernst? Absolut. Ich wusste es sofort, als ich dich sah. Das ist eine echte Heldin. Bitte, bitte, schon okay. Ich habe nur gehandelt wie jeder anständige Mensch. Danke für die Suche nach dem Schatz. Wir werden ihn Manu zeigen. Ich weiß nicht, wie du Diego und die Kinder weggebracht hast. Aber ich bin froh darüber. Jetzt können wir loslegen. Wo fangen wir an? Hier vorne. Danke für deine Hilfe. Hoffentlich findest du Isa. Ich mache mir Sorgen um sie. Wenn ich nur wüsste, warum Isabella auf das Kreuz klettern wollte. Vielleicht zeigt dir etwas an dem Kreuz, wohin Isa wollte. Wenn ich nur wüsste, warum Isabella auf das Kreuz klettern wollte. Da ist eine Inschrift. Blicke durch mich hindurch und du wirst den Weg finden. Da ist das nächste Kreuz. Encontraste la pieza que te faltó por 400 años. Hier noch eins. Mein Vater brachte uns hierher, als ich ein Junge war. Ich sehe noch eins. Da ist das nächste Kreuz. Sieht aus, als wäre hier was. Moment, das kann man drücken. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen.
hab's. Hallo? Schon bei meiner ersten Isabella, bist du hier drin? Isabella! Hier unten! Sei Dank. Da bist du ja. Ja. Wer bist du? Guillermo hat mich geschickt. Er macht sich Sorgen um dich. Der arme Guillermo. Wahrscheinlich bringen ihn seine Schuldgefühle um. Wir hatten wohl beide recht. Es gab eine versteckte Krypta und ich hatte eine idealisierte Vorstellung davon. Wie hast du dich denn verletzt? Ich hing an einem Seil, als das Beben kam. Ich wurde gegen die Wand geschleudert, das Seil riss und ich bin auf dem Wasser aufgeschlagen. Hab mir wohl den Knöchel gebrochen. Ich muss Hilfe holen, um dich zu befreien. Dazu brauche ich ein paar Leute. Was ist daran lustig? Kann einer dieser Leute Sarah sein? Ich würde zu gern ihr Gesicht sehen, wenn sie zugeben muss, dass eine von Manus fantastischen Geschichten wahr ist. Ich werde es Guillermo vorschlagen. Auf dem Weg, auf dem ich gekommen bin, komme ich nicht raus. Ich muss also einen anderen Ausgang finden. Ich bin gleich wieder da. Und ich bleibe hier. Möge Huascars Wissen um die beiden jenseitigen Welten ausreichen, um uns zu führen, wenn wir eine von ihnen betreten. Ich war nicht würdig.
Vergebt mir meine Anmaßung. Ja, ich war's. Keine Sorge. Ich bin von meinen Vorbereitungen. Das muss der richtige Weg sein. Die Luft wird frischer. Hör auf damit. Ich habe die Nacht in einer Krypta verbracht. Schlosspistole. Sie ging nie in die Massenproduktion und war im Heiligen Römischen Reich verboten. Außerdem sind ihre Verzierungen für einen Missionar viel zu protzig. Ich weiß jetzt, dass ich nicht... Isabella, ich sehe Tageslicht. Jetzt bist du gleich hier raus. Du bist unglaublich. Vielen Dank.
um mich auf die große... Bitte sag, dass Isabella okay ist. Ist sie. Aber sie hat sich den Knöchel verletzt. Wir müssen sie also holen. Nein. Ich will dir keine Umstände mehr machen. Und außerdem meint Sarah, du hättest etwas Wichtiges zu erledigen. Bitte. Ich möchte, dass sich Isas Freunde um sie kümmern. Du brauchst einige Leute und viel Seil, um sie rauszuholen. Ich trommle sie sofort zusammen. Wo genau ist sie? Nimm die Hauptstraße über den Fluss und folge dann den Kreuzen. Warte, bei den Kreuzen? Hat sie was gefunden? Sie hat die Krypta gefunden, von der Manu erzählt hatte. Wirklich? Das ist ja wunderbar. Oh, das freut mich für sie. Ich hätte sie begleiten sollen und das mit ihrem Knöchel tut mir leid, aber das ist genau das Abenteuer, von dem Isa immer geträumt hat. Außerdem hat sie darum gebeten, dass Sarah sich an ihrer Rettung beteiligt. Oh, eine großartige Idee. Ich werde dafür sorgen. Und wo wir schon bei Manu und seinen Geschichten sind, wenn du etwas suchst, das hier versteckt ist, solltest du vermutlich mit ihm reden. Bei Isa hat es funktioniert. Er hält für gewöhnlich Hof an der Mission. Und danke, dass du Isabella gefunden hast. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn... Bring sie einfach sicher zurück. Der Dschungel verbirgt viele Orte. Du musst Manu sein. Wer ist da? Wer bist du? Sie hat den Schatz gefunden. Tatsächlich, Diego. Na, dann, was kann ich für dich tun? Ich habe gehört, wie du den Kindern von Maya-Ruinen erzählt hast. Endlich jemand, der wirklich zuhört. Du hattest recht mit den Kreuzen. Isabella ist ihnen zu einer Krypta gefolgt.
Ich wusste es, ich wusste es. Niemand hört auf den alten Manu, aber ich hatte recht. Das hattest du. Und ich wette, das mit den Maya-Ruinen ist auch wahr. Ich erkenne etwas in deiner Stimme. Den Rausch der Entdeckung. Etwas zu finden, einen Ort, der hunderte oder tausende von Jahren verschollen war. Es ist aber schon irgendwie aufregend, oder nicht? Es gibt nichts Vergleichbares. Bei abgestandener Luft kriege ich immer noch Herzrasen. Der moderne Mensch, diese sogenannten Realisten, sie verschließen sich vor solch wundervollen Möglichkeiten. Sie können sich nicht einmal vorstellen, was ich alles gesehen habe. Was würde ich dafür geben, das alles nochmal sehen zu dürfen? Vielleicht kann ich für dich das Sehen übernehmen und die Maya-Ruinen begutachten. Das wäre schön, ja. Weißt du noch, wo die Ruinen waren? Tja, wo waren sie? Da war ein Teich und da waren drei Wasserfälle. Ich wünschte, ich könnte dir mehr sagen. Aber es ist so lange her. Ich werde es schon finden. Und dann komme ich zurück und erzähle dir alles darüber. Wenn du das für mich tun könntest. Die Historie berühren. Das wäre... Ich wäre... Kein Wort mehr und halt deine Tanzschuhe bereit. Dieses Dokument. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen.